Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Mukbang aus meinem neuen Zimmer, neuen Wohnung. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einiges verändert. Ich sitze jetzt etwas tiefer und der Tisch ist viel näher. Ich habe versucht, den Hintergrund etwas zu gestalten. Und mein PC steht ganz weit in diese Richtung hinter der Kamera. Das Ganze ist ein bisschen tricky, weil ich habe hier ein Tablet stehen und kann nur den Twitch-Chat mitlesen auf YouTube. Wenn ihr euch den Stream dort anseht, ist ein bisschen schwer für mich. Ja, kommen wir zum heutigen Mukbang. Wir haben einen veganen Mukbang, ist der allererste vegane Mukbang. Und zwar haben wir vegane Würstchen, die habe ich geschickt bekommen bei einem Weihnachtswichteln. Hat mir die ein User von einem Imageboard geschickt für die Mukbangs. Das erste, was mir auffällt an veganen Würstchen, die riechen erstmal nicht nach Würstchen. Und von der Konsistenz sind sie ziemlich komisch. Dazu, also diesen extra für Hot Dogs, Hot Dog Würstchen. Dann haben wir noch Bockwürste, auch vegan. Und obwohl die im Wasserbad waren, kann man die Abdrücke erkennen auf dem Würstchen. Naja, nichtsdestotrotz. Ich habe sechs Hamburger Burger, Hot Dog Buns, Hot Dog Brötchen. Die sind vegan. Ich habe extra auf der Packung nachgeschaut. Nicht, dass hier wieder Hate gibt. Oh, die werden nicht vegan und lauter so ein Zeug. Also keine Sorge. Und dazu ein paar Zwiebeln. Und ich habe keine richtigen Gurken, weil ich zu faul bin zum Schneiden, sondern ich habe einen Gurkenrelish mit Jalapenos, ein bisschen schärfer. Sollte ja dem Ganzen ein bisschen mehr Würze geben. Dann habe ich Mayo und Ketchup. Leider keinen Senf, weil ja, ich habe den Senf vergessen zu kaufen. Aber was soll's. Ich würde sagen, fangen wir gleich an. Zuallererst schneide ich mal hier in das Würstchen, um die Konsistenz kennenzulernen. Und ich bin jungfräulich in Sachen veganen Würstchen. Ah ja, danke übrigens am Butterbrot, so heißt der User, der mir die Würstchen gesendet hat. Er hat mir noch vegane veganes Dönerfiletfleisch geschickt. Auch ziemlich interessant. Und veganen Leberkäse, aber ich denke, heute reicht erstmal Hot Dogs. Wie gesagt, ich bin mit der ganzen Technik hier, alles ist recht neu in der neuen Wohnung. Ich muss erstmal schauen, dass alles hinhaut. Und wenn alles läuft, dann können wir auch wieder größere Mockbangs und Cookbangs machen. Naja, die Konsistenz der Würstchen, wie ihr sehen könnt, ist ziemlich zäh, gummiartig. Es geht immer in die Ausgangsposition zurück. Und Timmy 15 schreibt Moin. Moin Timmy. Und ich hoffe, du hast auch was zu essen. Du musst nicht mich beim Essen beobachten, sondern wir essen zusammen. Es wird ziemlich interessant heute, aber Konsistenz ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber sie sind sehr gut gewürzt. Ich denke, was Fleisch technisch fehlt, das macht das Ganze mit Würzung wieder gut und ich würde sagen, fangen wir an. Ich baue mir mal den ersten Hotdog. Immer die Probleme beim Aufmachen. Wer schon öfter meine Videos angesehen hat, wird wissen, ich kämpfe ja immer mit den Verpackungen. So, aber ich habe es offen. Ah, und ich liebe diese Zwiebeln, Röstzwiebeln, wie man sie so kaufen kann. Super geil. Die triefen vor Fett, aber an sich schmecken die einfach super duper. So, und von der Gurkenrelish, da möchte ich nicht sparen. Wenn jetzt einer das Schimpfen anfängt, ich weiß, eigentlich liegt die Wurst drin und die Amerikaner hauen ihr Zeug dann oben drauf, aber. Ich mach's jetzt so, weil Autismus. Naja. So, Timmy hat sich eine Pizza kommen lassen. Ja, dann wünsche ich dir auch schon mal guten Appetit. Was für eine Pizza bekommst du denn heute? Oh. Das würde mich interessieren. Bist du der klassische Pizza-Fan? Also nur Salami oder Hawaii Thunfisch? Oder bist du einer von denen, die gerne ausgefallene Pizzas mögen? Bei unserem großen Pizzaservice hier, da kann man Pizza indische Mafia bestellen. Da ist dann alles Mögliche drin, was normalerweise drauf, was in den indischen Gerichten drin ist.
ist ziemlich ausgefallen und ja, schmeckt auch ganz gut. Tja, so der erste vegane Hotdog meines Lebens. Oh! Tut mir leid an alle Veganer. Es ist natürlich nicht vegan. Wir haben nämlich echte Mayo mit Ei. Man lebt nur einmal, oder? Und ich sehe gerade in circa 2,50 Meter Entfernung auf YouTube schreibt ihr mir irgendwas. Tut mir leid, ich kann heute noch nichts lesen, was auf YouTube geschrieben wird. Ich habe leider nur Twitch offen auf dem Tablet. YouTube da hinten, ich sehe, es wird was geschrieben, aber ich habe keine Brille auf und ich sehe ja ultra schlecht. Also, sorry. Natürlich dürft ihr auch mal sehen, wie es von innen aussieht. So schaut's aus. Nee, eine mit Timmy schreibt eine Pizza mit Würstchen Hackfleisch, die ist echt gut. Guten Hunger dir. Dankeschön, dir auch guten Hunger, wenn sie schon da ist, die Pizza, Timmy. Ja. Ich sage mal Timmy. Timmy! Abgesehen von der Konsistenz der Wurst ist das ganze Gebilde eigentlich ziemlich Hotdog 0815 mäßig. Also ich würde jetzt nicht schmecken, dass das auf Anhieb nicht schmecken, dass es kein echtes Würstchen ist. Ich war vorgestern bei IKEA, was mir sofort aufgefallen ist, als ich die Brötchen ausgepackt habe. Die Brötchen sind viel weicher. Die IKEA-Brötchen sind immer mächtig feste und hart. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eh immer so skeptisch. Bei IKEA, die Hotdogs kosten nur 1 Euro und du kriegst einen Hotdog mit Würstchen, Gurkenzwiebeln und 3 verschiedenen Soßen. Aber ich denke, die Menge macht es natürlich einfach. Und der Ingwer Kampfer, der macht ja auch so viele Euros, da spielt es auch keine Rolle. Die Zwiebeln, das Crunchige, das ist immer mein Highlight. Nummer 1. Und ich fange an und baue mir gleich Nummer 2. Da muss ich gar nicht viel drum rumreden. Übrigens, kennt ihr Matt Stoney? Matt Stoney, der große YouTuber, der... Oh Gott. Oh. Heieiei. Ich möchte jetzt nicht sagen, woran mich das erinnert hat. Matt Stoney, großer YouTuber, der isst unglaubliche Mengen an Essen. Thank you so very much. Also wir haben keine Hotdogs, aber er isst unglaubliche Mengen an Essen. Und er hat irgendwie 30 oder 40 Hotdogs in ein paar Minuten, schlägt er die runter. Ich bin immer wieder fasziniert. Und Hardcore Metal 84. Hi, grüß dich, moin. Ja, ich genieße die Hotdogs. Allerdings vegan und ich bin kein Veganer, also ich lasse mich von dem Essen auch überzeugen. Nakama 58, long time no see. Yes, I'm really happy to see you. Welcome today with vegan hotdogs. So. But I have mayonnaise and mayonnaise isn't vegan. So. Und wieder Ketchup. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Kalorien eigentlich so ein Hotdog hat. An sich ist er ja nicht groß. Aber ich belege ihn ja ordentlich.
Wieder ein schönes Brötchen. Tier Nummer 2. Da fällt mir gerade ein. Ich habe mal eine unglaubliche Menge an Toast gegessen. Eine meiner ersten Freundinnen, gegen die habe ich Toastwettessen gemacht. Pizza-Toast-Wettessen. Da habe ich 13 gegessen und sie 12. Es war wirklich abartig. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt drauf gekommen bin. Hardcore Metal 84, Matt Stoney kennt ich. Habe ich mir auch schon einige Videos reingezogen. Ja, der ist auch sehr zu empfehlen. Was absolut bescheuert ist, da gibt es ja diese aus Gummibärchen, diese Riesenwürmer. Ich glaube 1 Meter lang oder gar 1,50. Und Matt Stoney isst diesen kompletten Scheißwurm, der irgendwie 3-4 Kilo wiegt, absolut bescheuert. Oder er macht einen riesen Bucket voll Ice Cream. Der Mann ist wirklich krank. Und er ist ja nur so dünn. Sag mir mal kurz an, ob die Soundqualität stimmt. Ich habe keinen Teststream gehabt. Sound ist 1A, das freut mich wirklich. Leider haben wir immer ein bisschen Delay. Ich bin euch, glaube ich, 1 Minute 30 Sekunden oder 1 Minute voraus. Ich bin in der Zukunft. Ich meine, hey. Wir müssen immer an den Jugendschutz denken. Es könnte ja sein, dass ich mein T-Shirt hochreiße und ihr meine dicken Titten zu sehen bekommt. Und das geht ja auf Twitch und YouTube gar nicht. Da sagen die nein. War schon Nummer 2. Erste Drittel ist schon wieder rum. Ich möchte natürlich auch keine Werbung machen. The Real Tempest. Bei dir steht 31 Sekunden. Ah, okay, ja, dann nochmal 30. Habe ich 30 Sekunden eingestellt. Dann habe ich schon den Delay reduziert. Ich kann ihn leider nicht weiter reduzieren. Außer ihr habt Tipps, schreibt es mir in die, sag ich schon, in die Comments, schreibt es mir in den Chat einfach mal rein. Sag mir was dazu. Und ich mache mir hier Nummer 3 meines Hotdogs. Und diese Gurkenrelish ist sehr, 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 sehr lecker. Wenn ihr scharf mögt, hier sind Jalapenos mit dabei. Dann kann ich euch die nur empfehlen. Die müsste vom Penny sein. Und die kostet auch nur 1 €. Also super Relish Soße für einen kleinen Preis. So, und ich würde sagen, ich traue mich jetzt mal eine Bockwurst ran. Natürlich vegan. Erstmal ein Geruchstest. First the smell. Die riecht wirklich ja, irgendwie Weizen in Form gepresst, so riecht die. Naja. Zum Glück sind die Zwiebeln wahrscheinlich im puren Fett rausgebraten. Ne, mit pflanzlichem Öl sogar. Okay, aber die Mayo hat schön viel Eier mit drin. So. Hell yeah. So mag ich es auf jeden Fall. Immer schön viel Soße. Das ist ein Muss bei Hotdogs und vor allem bei Hamburgern. Hamburger, Cheeseburger, Burger jeglicher Art gehört viel Soße drauf. Dass die Soße meinetwegen auch hinten immer raustrieft. Timme hat noch nie vegan gegessen.
Und ich hoffe, wir haben keine Veganer unter uns, aber ich denke, du hast nichts verpasst. Advent Adam schreibt: What was that stuff you sprinkled onto the hotdog? This is jalapeno cucumber relish, mayonnaise and ketchup. Yeah, because I have no fresh cucumbers, because I was too. I didn't want to cut some. So yeah. Oh. This is number three actually. Here we go. Diesmal mit der Bockwurst. Guckt einfach mal rein. In der Bockwurst sind kleine Stückchen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich komme nicht näher hin, sonst hänge ich mit meinem T-Shirt im Teller. Ja. Hardcore Metal schreibt: Ich würde es nie essen und vegan ist Kommerz. Ja, vegan ist auf jeden Fall so eine Art Kommerz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber die freie Marktwirtschaft macht was daraus. Bei der Bockwurst haben wir fast ein bisschen zu viel Wurst. Also, ah, es ist schon wurstig, ziemlich wurstig. Ich habe euch von den Stückchen erzählt, die innen drin sind. Davon schmecke ich gar nichts. Was ich mir vorstellen könnte, was es ist, dass es kleine Fettstückchen oder irgendwas sind. Natürlich alles pflanzlich. Weil die Bockwürste muss man eigentlich in der Pfanne rausbraten, stand auf der Verpackung. Ich habe die mit den anderen Würstchen ins Wasserbad. Aber es ging ja. Ich hatte auch übrigens anfangs Angst, dass wenn die Würstchen im Wasserbad sind, dass sie sich einfach auflösen. Aber zum Glück ist nichts passiert. Das ist aber echt ein bisschen viel Wurst. Trotzdem die Combination really good. Was habt ihr eigentlich gemacht gestern? Hat jemand von euch die Promi-Dart-WM gesehen und hat jemand die normale Dart-WM gesehen? Ist ja ziemlich geil, wie das gehypt wird in letzter Zeit. Und das Geilste daran ist eigentlich, dass alle Dart-Profis ja immer so typische LKW-Fahrer sind vom Aussehen. Zumindest stelle ich mir so einen LKW-Fahrer vor, immer Unterarme tätowiert, leichtes Bäuchchen. Und Lisa Gesek. Lisa Geske sagt Hallo, ich sage auch Hallo. Ich merke gerade, ich habe den Sound vom PC aus. Ich höre keine Follower Alert, also falls jemand schon gefollowt ist, hi, herzlich willkommen bei der Army of Food Lovers. Combination ist echt gut, aber die Wurst ist so riesig, das Ding. Was mir auch gerade noch einfällt, schaut jemand von euch Barnes, den koreanischen Mukbanger, der so riesengroß ist, und habt ihr mitbekommen, der hatte eine Speiseröhrenentzündung, weil er so viel Ramen gegessen hat in dem Stream. Absolut. Ich meine, ich habe großen Respekt vor ihm, aber das scheint doch schon ein bisschen zu viel. So, Hotdog Nummer 4.
Und damit sind wir in der zweiten Hälfte unseres kleinen Mockbangs. Für alle Neuankömmlinge, heute Vegan Mockbangs with Non-Vegan Mayonnaise. So, zuerst die Gürkchen mit Jalapenos. So, dann Onions. Und Wurst. Wurst. Gibt es den Begriff Wurst eigentlich im Englischen? Ich meine, klar, es heißt Sausage, aber naja, Wurst für schlecht, ne? Klar. Mein Englisch ist ziemlich für den Arsch. Lisa Geske, Hotdog Nummer 4. Oha, ich schaffe nicht mal 2. Naja, ich esse da jetzt hier 6 und in gefühlten 2-2,5 Stunden gibt es hier Spaghetti Bolognese. Da esse ich auch mit. Allerdings gehe ich auch morgen wieder hardcore sporteln. Und das geht schon. So, und wieder mit einem kleinen Würstchen. Die sind auf jeden Fall besser als die Bockwürste. Und das trieft. Oh ja. Yeah. Nakama 5858. Normally I know your name. Schreibt, they call Wiener here. So the German sausages called Wiener or all kinds of sausages called Wiener? I mean sausages like this size. Oh, Lisa Geske, viel zu essen, das ist kein Problem. Ist mir leider nur ein bisschen zu fleischlos. Kein Vergleich mit den IKEA Hot Dogs. Ach ja. Ach ja, ich bin ja umgezogen, deswegen gab es jetzt 2 Wochen nichts von mir zu hören auf YouTube. Aber nun sollte es eigentlich wöchentlich wieder 1 bis 2 Videos geben. Und ich freue mich. Ich hoffe, die neue Location pusht mich ein bisschen. Und ich freue mich auf ein tolles Jahr 2017. Nakama, every kind of sausage called Wiener, but why? What kind of sausages called sausages then? I don't know. And Lisa Geske sagt, ich esse nur einmal pro Tag. Wieso isst du nur einmal pro Tag? Ich esse 4-5 Mal am Tag. Lisa Geske, spielst du auch Spiele? Du meinst sicher hier auf Twitch. Nein, ich streame lediglich Mukbangs hier auf Twitch. Und eigentlich mache ich YouTube. Gerne kannst du mich auf YouTube besuchen. Ich streame auch auf YouTube gerade. Nur hallo an alle Leute auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgst oder wenn du einfach dich ein bisschen umschaust. Und wenn dir was gefällt, gib einen Daumen nach oben.
Ich habe aber früher StarCraft gespielt. Hauptsächlich 2-2 fürs 1-1. Da habe ich es zwar bis in die Masterliga geschafft, aber dann hatte ich doch die Hosen so ein bisschen voll. Weil man hat es immer angefangen zu spielen und der Stresspegel, der ist gleich nach oben gestiegen. Und dann war man da und. Nee, ist ja gar nichts für mich. Zurzeit spiele ich Battlefield 1, aber das ist es nicht wert zu streamen, weil ich bin mega der Kacknoob. So. On my knees. Und diesmal noch mit Bockwurst. Und Ketchup, yeah. Oh, die Soße auf meinem Würstchen. Ich hoffe, es sind keine Twitch-Mods anwesend, sonst werde ich gebannt. Oh. Wie gesagt, die Bockwurst riecht. Also, die riecht jetzt schon auf dem Ding nach. Keine Ahnung, nach irgendwas Komischem. Und die ist auch extrem fest. Oh, aber Lisa, bitte vergiss nicht zu essen. Ess. Genieß dein Leben, du lebst nur einmal. Thank you so very much. Bitte. Ich habe da meine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich habe mich letztes Jahr wurde ich getrennt von meiner Freundin und habe dann auch entsprechend wenig gegessen. Ich habe dann knapp 10 Kilo in ja, 3, 4 Monaten verloren. Und dann habe ich mit Sport begonnen, habe eine neue tolle Frau kennengelernt und habe mit Mukbangs angefangen. Und seitdem esse ich wie ein Scheunendrescher und werde leider immer dicker, aber ich fühle mich wohl. Scheiß drauf, wie die Medien einem vorgaukeln, wie man auszusehen hat. Food is love. The Frosty, welcome. Eat that hot dog, baby. Yes, baby. Yes, man, I'm doing it. A hot dog with a big Bockwurst. Oh, cool. River! Herzlich willkommen, River. Einer meiner treuesten Subs von YouTube. Und natürlich mein wunderbarer Moderator hier auf Twitch. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Lange nicht von dir gehört. Na, Thank you River, so very much. take something to eat. Shit. Timme 15, ja, wenn die Hotdogs leer sind, dann mache ich Schluss. Und dann werde ich mich an den PC setzen, werde das Video cutten. Ich filme das nämlich noch mit einer anderen Kamera und dann wird es einen Upload auf meinem YouTube-Channel geben von dem ganzen Spektakel. Und dann gibt es die Tage wieder irgendwann ein neues Video. Also, River, der Alltagstrott hatte ich. Mich auch. Ich habe Prüfungen und Prüfungen und Prüfungen und kein Bock. Lisa schreibt, morgen hat sie wieder Schule. Sie hat überhaupt keine Lust. Nun ja, ich habe morgen auch wieder Uni und ich habe auch überhaupt keine Lust.
Aber merke, Schule ist immer chilliger als Arbeiten in der Regel, außer du hast einen mega chilligen Job, dann. Ja, aber wie viele chillige Jobs gibt es schon? Oh. Und River, der Obertroll, schreibt natürlich gleich, dass er eine Woche Urlaub hat. Mensch, du hast's gut, wirklich. Ich darf jetzt noch 1,5 Monate durchpauken, Prüfungen schreiben und dann habe ich 1 Monat frei. Aber, naja. Timme15 freut sich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Und ich hoffe, dir hat's gefallen. Lisa schreibt morgen direkt Englisch und Englisch kann sie nicht und dann noch Sport in der Kälte. Ich kann dir nur einen Tipp geben für Englisch. Also, ich kann ja gar kein Englisch, siehe viele meiner Videos, aber lern Vokabeln und lern noch mehr Vokabeln und noch mehr und irgendwann läuft die Sache ganz von allein. Den Satzbau kriegst du dann auch irgendwann hin mit der Zeit. Ich lerne jetzt seit über 10 Jahren Englisch und kann es immer noch nicht, also nicht versagen, immer weitermachen. Und zum Sport in der Kälte. Beweg dich, dann bist du warm. River, ich hatte keine Ferien. Ich hatte Weihnachten eine Woche. Thank you so very much. Und am zweiten Ende ging es wieder los. Und wir haben einen neuen. Oh Gott, ich bin blind wie sonst was. Ein neuer Follower. Ich warte einfach, bis der Follower hier bei mir auftaucht. Und Yours truly Brooke. Herzlich willkommen. Welcome to the Army of Food Lovers. This is your HTLL. And I welcome you personally. Und im selben Moment kommen wir hier zum letzten Hotdog für heute. Ach nee, oder ist auch noch der beschissene Hotdog, der viel zu dünn geworden ist. Schaut euch den Boden an, was. Mann. Ich sag euch, immer wieder müsst ihr im Leben mit Rückschlägen rechnen, aber dann rappelt euch wieder hoch, kämpft weiter. Und dann geht's schon. Wie man so schon sagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So, ich finde es echt toll, dass heute keine bösen Kackwürste hier sind und sich irgendwie meinen aufspielen zu müssen, weil wir es ja nur ein, zwei Mal hatten. Die Würstchen sind heute auf dem Teller bei mir und die schmecken wirklich fantastisch. Lisa Geske macht fast nie Sport, sie ist faul. Ja, wenn man keinen Sport machen möchte, dann sollte man auch keinen tun. Oh. Ich meine, es gibt auch nichts Beschisseneres, als irgendwas tun zu müssen, worauf man keinen Bock hat. Dann macht es auch keinen Spaß. Aber vielleicht findest auch du für dich die richtige Sportart, die dir noch Spaß macht. Und dann hast du vielleicht auch Spaß am Sport. Ich habe lange Fußball gespielt, dann haben sie mir Schienen und Wadenbein gebrochen. Und dann ja, hatte ich erstmal überhaupt keinen Bock auf Sport. Und dann habe ich Basketball für mich entdeckt. Und ja, dann habe ich Basketball gespielt. Inzwischen bin ich ein fauler Sack und gehe 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio und bewege mich nicht mehr so schnell, sondern eher so. Also, ist schon auch anstrengend, aber natürlich jetzt nichts Ausdauermäßiges. Fürs Fahrrad, da bin ich zu faul für einen Stepper, das reicht 5 Minuten aufwärmen. Naja.
Sport ist Mord, meint Lisa. Ja, da stimme ich dir irgendwo zu. Oh ja, River. Eindeutig. Meine persönlichen Favorites. Boah. Ich muss euch ehrlich sagen, nach dem heutigen Tag kann ich keine veganen Würstchen mehr sehen. Ich habe gepflegte 6 Stück jetzt dann gegessen. Das kommt mir so vor, als hätte ich... Ich sag's lieber nicht. Aber die Kombo ist unschlagbar. Und die Soßen. Irgendwie muss man ja auf seine 5000 Kalorien am Tag kommen. Kann ja nicht jeder einen auf Hungerhaken machen. Ich meine, ich habe gehört, dass jetzt Supersized Models voll akzeptiert sind. Warum kann ich kein Supersized Model sein? Kann ich sie? Conny, sagt, du bist ein sympathischer Typ. Dankeschön. Du bist sicher auch sehr angenehm. Und ich hoffe, dir gefällt sie ein bisschen. Hey, Olli. Herzlich willkommen. Auch einer meiner Mods. Schön, dich wieder mal zu sehen. Wie geht's dir? Hatte ich die Arbeit genauso wie River... die Arbeit hat dich das Leben genauso im Griff wie River. Boah. Ganz ehrlich, esst niemals 6 vegane Würstchen. Boah. Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem ich Wasser brauche. Olli, ja, mir geht's auch sehr gut, dankeschön. Nun ja, mir ging's besser, bevor ich 6 vegane Würstchen gegessen habe. Was allerdings nicht an der Menge der Würstchen liegt oder der Menge des Essens, sondern eher daran, dass sie vegan sind. Geräucherte Forelle ist auch was Feines. Regenbogenforelle und ist sie selber geangelt gewesen. River meint, Olli ist am Struggle. Inwiefern? Bei River gibt es Grünkohl. Ja, Brustmahlzeit. Nicht selber geangelt. Die fertig gekaufte dann. Es gibt ja immer in Supermärkten diese in Plastik, die komplett fertig geräucherten Forellen. Sind an sich nicht schlecht, habe ich auch schon gegessen. Aber selber vom Grill, selber gefüllt, puh, mega gut. Lisa Geske,
Ich würde normale Wurst essen. Allerdings hat mir ein hat mir fehlen die Worte schon vom Vegan. Mir hat ein Mitglied eines Image-Sports mir was zugewichtelt und unter anderem hat er mir vegane Würstchen gewichtelt, damit ich einen Mukbang damit mache. An der Stelle grüße ich nochmal Butterbrot, danke. Deine Würstchen sind toll. Olli's hat gerade bei mir gerattert, ja. Ihr kommt ja von der Ecke da Bremen, ne? Welch wunderbares Mal es war. Und damit kommen wir schon zum Ende wieder. Ich werde euch wie immer mit ein bisschen Musik aus dem tollen Stream hinaus begleiten. Und nun ja, ich freue mich, dass ihr alle hoffentlich so zahlreich eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt The General, der Army of Food Lovers, isst viel zu viel Essen vor einer Kamera und das Ganze auch noch live. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Followt mir doch auf YouTube oder auf Facebook, um immer zu wissen, wann ich wieder was mache. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ich habe euch alle lieb, euer HTLL. Bye, bye.